Moin, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Let's Play LS17. Ah, erst will ich da gucken. Nordfriesische Marsch, FIFA Map 2.1 ohne Gräben. Heute, 3. Oktober. Es gibt zwei Folgen heute. So, ich will mal eben was gucken. 1000 steht da, also 999. Und zwar, ja, heute gibt es zwei Folgen. Feiertag, ne? 10 Uhr und 14 Uhr. Und warum ich jetzt hier hingegangen bin, da steht 999, also sagen wir mal 1000. Ich möchte gucken, wie viel kriege ich aus einer Bretterpalette hierher. Weil ich ja das Gefühl habe, dass diese Produktion hier mehr verbraucht, als die Produktion, die unten an der eine Holzindustrie ist. So. Damit das hier alles nicht ganz so chaotisch ist und nicht ganz so viel Performance frisst. Bringe ich jetzt natürlich auch alle möglichen Sachen hier in dieses neue Zwischenlager. Wobei bei denen gehe ich jetzt erstmal bei und schau mal, ob ich nicht hier noch was loswerden kann. Bei der Produktion von okay. Mehr ist da wohl nicht zu wollen. Dann können wir die anderen ja hier ins Zwischenlager bringen. Dafür haben wir das ja. Oh, da sind sie. Und ich räume hier weiter auf. Weil. Kann ja noch viel mehr ins Zwischenlager bringen. Kann ja auch hier Bienenstöcke da reinbringen. Bis zu 100 Stück. Macht keinen Sinn, aber es geht. So, und damit sind auch die eingelagert. Wie sieht der Lagerbestand aus? Holzkohle gar nicht. Paletten 100. Bretter 11. Holzscheite 0, Bienenstöcke 10, Haferflocken nicht, Papier nicht, Karton nicht. Ja, Haferflocken ändern sich gleich. So, da sind wir wieder. Und dann holen wir mal Haferflocken da weg. Sollen wir mal auch ein bisschen ein paar Leerpaletten mitnehmen? Zu den Haferflocken. Kann ja nicht schaden eigentlich, ne? Kann ja eigentlich nicht schaden. Wenn wir denn da noch welche brauchen, das weiß ich jetzt gar nicht. Wohl weniger. Papier und Karton bräuchten wir da. Beziehungsweise ja, Papier bräuchte auf jeden Fall. Aber die Papierindustrie ist sowieso voll. Das heißt, ich kann da eigentlich mal einen Kurs hierher fertig machen.
Nein, das wollte ich doch gar nicht. Das wollte ich doch. Ich will doch Haferflocken abholen. Weil alles, was an Paletten nicht auf der Karte rumsteht, sondern irgendwie eingelagert ist, ist nämlich so gut wie keine Performance. So, die Haferflocken, die packe ich jetzt erstmal hier rein. Und dann kann ich sie mal schön verkaufen. Auch mindestens eine Ladung. Ja, haben wir 30 Haferflockenpaletten im Lager, im Zwischenlager. So, und dieses Zwischenlager ist ja nicht nur hierfür zu gebrauchen. Ja, nicht nur dafür zu gebrauchen, zu sagen, ich wollte, genau. Fisch brauche ich nicht. Sahne. Pommes brauche ich nicht, Fleisch brauche ich jetzt auch nicht. Butter haben wir nicht, Käse haben wir nicht. Milch haben wir auch nicht. Haben wir denn alles nicht mehr? Frischkäse brauche ich nicht, Quark bräuchte ich noch. Haben wir nicht. Ist klar. Das ist ja jetzt nicht so wirklich erfolgreich. Und außerdem auch völliger Quatsch, weil da unten fahre ich ja gar nicht hin. Ah, hier muss gearbeitet werden. Hier müssen wir dran arbeiten. Fehlt, das geht so nicht. Das ist zu ruckelig. Das liegt nicht an den eingelagerten Paletten, weil die werden ja nicht dargestellt. Ich behaupte, es liegt an den Paletten, die da drin stehen. Aber was weiß ich schon? Ey, das muss ich mal ausprobieren. Aber die Zeit habe ich ja wieder nicht. Ehrlich gesagt, eigentlich nicht die Lust. Eigentlich viel zu viel andere Sachen zu tun.
Na los. Und schieb. So. Werden wir gleich einen Kurs aufzeichnen. Hier haben wir auch noch überall Felder. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wieso wird der Hopfen nicht abgetankt? Oh, ich dreh durch hier. Vielleicht fährt er wieder den ganzen Tag im Kreis oder fährt sich wieder die Räder platt oder was weiß ich. Ziemlich egal, muss ich sagen. So. Üb. Zellstoff. Holz in Lus. Zack. So, wieder 40 Paletten von der Map verschwunden. Ist das nicht geil? Also, von der Performance verschwunden. Damit fahren wir jetzt mal zur Zellstofffabrik. Weil Paletten brauchen wir da auch immer. Oh, Zeit ist um, Leute. Aber nicht verzagen. Friesenjungen fragen. 14 Uhr gibt es eine zweite Folge heute. 3. Oktober, Feiertag. Tag der Deutschen Einheit. Wie mein bester Freund immer sagt, Volkstrauertag. Aber das ist böse und gemein. Nee, nee, wir sollen uns schon freuen, dass Deutschland wieder vereint ist, schon seit so vielen Jahren. Das ist schon super so. Ja, in diesem Sinn, bis gleich.